Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, ihr habt es ja schon gelesen. Ich habe mir Hyaluron spritzen lassen. Und genau, eigentlich bin ich bei solchen Themen sehr, sehr vorsichtig, ob ich sowas erzähle oder beziehungsweise habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das erzählen soll oder nicht. Weil ich einfach nicht möchte, dass ich als Vorbild agiere und sich junge Mädchen dann irgendwie auch spritzen lassen. Also das ist auf gar keinen Fall das Ziel dieses Videos. Das ist einfach mehr oder weniger so eine Sache, die ich heute einfach erzählen will, weil ich heute auch ehrlich sein möchte. Und genau, ich habe mir Hyaluron spritzen lassen und zwar an einer Stelle, wo ich es schon super, super lange machen wollte. Es war immer so, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Also dieses Thema hat mich schon jahrelang irgendwie belastet. Und naja, was heißt belastet? Belastet ist, glaube ich, jetzt auch das falsche Wort. Das hat mich halt einfach gestört. Und genau, dann bin ich zu einem Arzt gegangen und habe mich ein bisschen informiert. Ich wollte ursprünglich auch meine Augenringe spritzen lassen, aber der gute Doktor hat gesagt, dass das halt nicht so gut ist, das zu machen, weil manchmal wird das sogar noch schlimmer als davor. Und meinte auch so, dass ich dem Ganzen auch noch Zeit lassen soll, bevor ich jetzt anfange, mich komplett voll zu spritzen. So. Weil das ist dann so, man ist dann dort und man sieht das dann so und denkt sich so, boah krass, ich könnte ja das machen und das machen und das machen. Aber ich war bei einem echt guten Arzt, der mega, mega vernünftig war und auch mir das klar gemacht hat, dass viele Sachen einfach noch gar nicht notwendig sind. So. Und das finde ich ganz wichtig, weil es gibt ja auch Ärzte, die machen das dann einfach so, spritzen drauf los und Hauptsache Kohle gemacht, so nach dem Motto. Aber so ein Arzt war das Gott sei Dank gar nicht. Ich habe mir jetzt Hyaluron hier spritzen lassen. Es ist auch minimal, also ich glaube, man sieht es kaum. So Leute, ich muss das jetzt irgendwie versuchen so zu zeigen, weil ich habe niemanden, der mich filmen kann. Also ich werde jetzt einfach mal schauen, ob man das sieht. Ja, also hier und hier habe ich es machen lassen. Und ja, hier sieht man es einfach ganz schön. Also es fühlt sich auch noch so ein bisschen, man fühlt das auch so ein bisschen noch. Aber auch nicht mehr so krass, vielleicht sollte ich nachspritzen. Ja, auf jeden Fall ist es halt hier und hier. Und dann spürt man das eben so ein bisschen unter der Haut. Und genau, soll dann aber da halt auch nicht rumfummeln, damit sich keine Knötchen bilden. Und ja. Ja, wenn ich lache, sieht man hier noch meine schönen Grübchen. Ich richte mal die Kamera nochmal so rum. Also hier und hier. Spürt man es auch noch unter der Haut so ein bisschen. Ja. Hatte danach überhaupt keine Probleme. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, 2 Wochen oder so. Und ich hatte danach überhaupt keine Probleme. Also es war so ein ganz kleiner blauer Punkt zu sehen, aber den konnte man super mit Concealer abdecken. Bei mir war es halt so, dass mich diese Nasobialfalten extrem gestört haben. Und ich ursprünglich dahin gegangen bin und mir dachte, man könnte da Botox reinspritzen. Der Arzt hat mich dann aufgeklärt über Botox, Hyaluron und so weiter und hatte mir dann eben empfohlen, Hyaluron zu machen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann machen wir das halt. Genau, ich hatte dann noch kurzzeitig überlegt, ob ich auch die Lippe mitmache. Aber da ich ja sowieso immer Probleme mit den Lippen habe, ihr wisst ja das da, und ich das schon mal gemacht hatte und ich das total scheiße fand vor ein paar Jahren, ich fand das echt so scheiße, muss ich sagen. Ich hatte dann so eine Fresse und das hat mir einfach nicht gestanden. So, das bin einfach nicht ich. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, komm, Lippen lassen wir weg, mache ich nicht. Bei den Lippen will ich ja jetzt so ein, wollte ich eigentlich vor ein paar Monaten schon machen, aber die Möglichkeit bestand einfach nicht wegen Lockdown und Corona. Da lasse ich mir permanent machen. Und genau, dann kommen die Lippen auch nochmal besser zur Geltung. Also quasi so, wie sie jetzt sind, nur eben nicht mit einer Entzündung, die ich ja gerade habe. Genau. Ansonsten, wie gesagt, also ich habe mir in beiden Nasobialfalten was spritzen lassen. Das waren insgesamt 0,5 Milliliter, also super wenig auch. Und der Arzt hatte mir auch erklärt, dass man das immer so, also man steigert sich quasi, man fängt ganz langsam an. Und dann kann ich halt in ja paar Wochen, ist jetzt zu früh, aber paar Monaten halt wieder hingehen, so. Er meinte so zwischen 2 und 3 Monate, das muss man dann gucken, weil bei jedem Menschen baut sich das Hyaluron anders ab. Hyaluron ist ja ein körpereigener Stoff, der sich dann nach und nach eben abbaut und es ist dann quasi, kommt auf den Stoffwechsel einfach drauf an, ob jemand viel Sport macht, ob jemand viel in der Sonne ist. Gut, Sonne haben wir jetzt nicht so das Problem, aber genau, da muss man halt einfach gucken. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich hatte einen kleinen Punkt nur auf der Seite, auf der anderen Seite gar nichts. Ich sehe den Unterschied voll krass. Ihr seht ihn wahrscheinlich gar nicht, kann ich mir vorstellen. Weil zum Beispiel meiner Mama und meiner Schwester habe ich es gar nicht gesagt.
Und die haben dann erst so nach ein paar Tagen, haben die dann mich so gefragt, so, sag mal, du siehst irgendwie anders aus, hast du irgendwas gemacht? So, und ich, weil die wussten halt, dass ich ja auch schon mal eben Probleme damit hatte, das heißt Probleme, mich das einfach gestört hatte und ich das schon mal so in die Runde geworfen hatte. Und dann hat meine Mutter irgendwie hatte so einen Riecher, Mamas haben ja dann immer so einen Riecher. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe es machen lassen und wisst ihr was? Und dann haben die so überlegt und dann kamen plötzlich alle möglichen Ideen. Aber keiner ist drauf gekommen, dass es tatsächlich nur die Nasopialfalte war. Und genau, ich werde es auf jeden Fall safe wieder machen, weil wie gesagt, ich hatte halt gar keine Nebenwirkungen davon. Und für mich persönlich war das Ergebnis halt einfach voll krass und sofort sichtbar, weil ich hatte halt immer hier so, genau hier so an den Stellen halt immer diese Falten. Und dann war das immer so, wenn ich mir halt quasi auch Concealer drauf gemacht habe oder so, dann hat sich das so festgesetzt und dann sah das richtig schrecklich aus, was ich halt voll schade fand. Und ich habe das aber halt schon wirklich immer, also es ist einfach bei mir so, es ist wahrscheinlich von der Genetik her. Und genau, ist eben auch nicht viel. Ich habe auch jetzt hier so die Lachfalten und so habe ich nicht wegmachen lassen, weil das ist ja auch irgendwo die Mimik von einem Menschen so. Und ich will ja jetzt nicht irgendwie so ein Puppengesicht bekommen, das auf gar keinen Fall. Aber ja, fand das einfach wirklich ganz cool so. Und werde das auf jeden Fall wiederholen, sobald das wieder geht. Also so krass, das hört sich so an, als würde ich jetzt unbedingt gleich wieder wollen. Also sobald ich irgendwie sehe, dass sich das abbaut, mache ich das auf jeden Fall nochmal. Und genau, wehgetan hat das gar nicht. Also der hat das richtig krass gemacht. Das war irgendwie so ohne irgendwie eine Creme oder so, sondern der meinte einfach, dass das Mittel, das dann quasi auch mitbetäubt, in der Spritze schon drin ist. Und so war es dann letzten Endes auch. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gespürt. Aber ich hatte so, also es war, der Einstich war halt einfach sehr unangenehm, so ein bisschen. Und ich habe dann richtige Tränen in den Augen gehabt, aber es, ich habe da auch so einen Gummiball bekommen, den man dann so kneten kann und so. Aber es war wirklich machbar und aushaltbar. Bezahlt habe ich für das Ganze, das war echt nicht günstig, muss ich sagen. Knappe 300 Euro, ein bisschen mehr sogar. Aber ich habe mir halt auch einen krassen Arzt ausgesucht, bei dem man irgendwie Monate auf einen Termin warten muss. Also ich glaube, ich habe diesen Termin im Jahr 2020 gemacht, im November oder so. Und hatte dann irgendwie Monate später mal den Termin. Genau, das war mir einfach auch sehr wichtig, dass ich mir da einen Arzt suche, der auch irgendwo schon lange Erfahrung in dem Gebiet hat. Und es gibt ja super viele Schönheitschirurgen, gerade hier bei uns in München ist das Wahnsinn. Dieser Markt ist so überlaufen, aber genau, also der Arzt war echt gut. Da habe ich mir auch übrigens gleich, by the way, eine Zweitmeinung geholt bezüglich der Bruststraffung, die immer noch nicht feststeht, aber ich wollte das einfach ja auch nochmal von jemand anderen hören so. Und genau. Wenn ich das nächste Mal wieder dahin gehe, werde ich euch mal per Insta mitnehmen, glaube ich. Das also auf gar keinen Fall in die Praxis oder so, sondern euch dann einfach halt das Vorher-Nachher direkt zeigen, dass ihr das dann auch wirklich seht. So bei der Behandlung oder so werde ich auf gar keinen Fall machen. So, ich bin auch gar nicht so ein Kandidat, der irgendwie das dann umsonst haben will, sondern ich zahle es dann lieber so. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich meine, man könnte auch, ich habe super viele Kooperationsanfragen auch gehabt schon, von verschiedenen Schönheitschirurgen, irgendwie voll unhöflich oder so. Ja, wir hatten eine Kooperationsanfrage für dich, so, willst du vielleicht eine Brüste machen oder das. Aber ich bin da so ein Mensch, ich mache das dann halt einfach nicht so über Werbung, weil ich einfach finde, dass ich halt irgendwie schon ja auch als Vorbild agieren sollte. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendwie jetzt alle Leute sich denken so, oh krass, oder alle meine Follower sagen, wieso ist besser, boah krass, die hat das gemacht, das will ich jetzt auch machen oder so. Also das sollte immer gut überlegt sein. Das ist natürlich was ganz Kleines, aber trotzdem ist das halt was, was man macht. Und genau, manche kriegen auch richtige Blutergüsse und so, hat mir der Arzt halt auch gesagt. Und deswegen sollte man sich das halt gut überlegen und das sollte man natürlich jetzt auch nicht irgendwie machen, wenn man, was weiß ich, 15, 16 ist, da braucht man sowas auf jeden Fall nicht machen. Und ja, genau. Ja, jetzt habe ich es euch erzählt. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben und auch, ob ihr vielleicht sowas schon mal gemacht habt. Und ja, schauen wir mal, was ich mir beim nächsten Mal spritzen lasse. Nein, Spaß. Nein, es soll erstmal auf jeden Fall nur bei Nasopialfalten bleiben. Wobei ich mir auch schon mal überlegt hatte, mir die Wangen so ein bisschen spritzen zu lassen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Das habe ich den Arzt auch nicht gefragt, das war mir voll unangenehm. Und ich hatte mir mal überlegt, Cat Eyes, habe ich mir auch schon überlegt. Also dieses, kennt ihr das? Das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Das sind dann die Augen so ein bisschen so angehaucht. Aber das mache ich auch nicht, weil, ja, nicht jetzt. Vielleicht in ein paar Jahren, schauen wir mal. Genau,
So, jetzt habe ich es rausgehauen und habe es euch gesagt. Ich fühle mich ja immer voll schlecht, wenn ich dann, weiß ich nicht, so euch bei Insta irgendwie so... Ich habe die ganze Zeit so Insta gefilmt und dachte mir so, boah, voll unangenehm so. Du hast das gemacht und die wissen das nicht so. Aber wie gesagt, ich bin einfach sehr, sehr vorsichtig beim Thema Schönheitsoperationen oder auch Schönheitseingriffe, wie sowas, was halt auch trotzdem ein Eingriff ist. Ja, also ich möchte es nicht verharmlosen. Und ja, jetzt habe ich es euch erzählt. Schreibt mir einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zu meinem nächsten Video.